Und mal wieder eine Runde Wer wird Millionär Trainingslager am 18. September, Spiel des Tages, wie immer ohne Zeitlimit mit Risiko. Und warum ich hier schon seit geraumer Zeit keinen Sound mehr habe, weiß ich nicht, scheiß drauf. Ordnen Sie den Kultmodellen T1, 190, SL, Z1 und 911 die entsprechenden Automarken zu. Keine Ahnung. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche. Porsche T1, keine Ahnung. 190 SL. Mercedes-Benz Z1, weiß ich nicht, BMW und 911, Volkswagen, keine Ahnung. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, aber scheiß drauf. So, lege ich mich zum Braunwerden in den Garten, dann sehe ich wohl beim Alpenveilchen, beim Heckenrosen, beim Sonnenblumen oder beim Löwenzahn. Sie, letztes Mal hatte ich glaube ich 64.000 Euro, ne? Das wollen wir diesmal toppen, aber da musste ich auch schon ein bisschen zocken. So, steht jemand total auf Dackel, Collie, Terrier und Co., dann sind Hunde wohl seine Schnuckel, Ochsen, Darling, Rinder, Schatzibullen oder Lieblingstiere. Die. Schmökert jemand auf der IAA oder der Grünen Woche in einem Buch, sieht man ihn auf einer Beichte abnehmen, Predigt halten, Messe lesen, Rosenkranz beten. C. 300 Euro. Wer sich im Bordell daneben benimmt, fliegt Motor dem Haube, lenkt dem Rad aus dem Puff, Gas dem Pedal. C. Dass ich mich damit auskennen würde. Käme Kens Dauerfreundin mal als Bond-Girl zum Einsatz, dann träfe auf der Leinwand wohl möglich Picknick, Barbecue, Cocktailparty oder Grillfest. Das ist B. So, 500 Euro noch alle Joker. Wobei ist der Bezeichnung zum Trotz der entsprechende Körperteil des ausführenden Fußballers gar nicht direkt im Einsatz? Das entsprechende Körperteil. Hand, Elfmeter, Kopfball, Spannschuss oder Hackentrick? Hand, Elfmeter. Aber man hat ja Hand gespielt vorher. Shozaburo Shimano konzentrierte sich kurz nach der Firmengründung vor rund 100 Jahren alsbald auf die Herstellung von Bauteilen für Elektrowerkzeuge, Fahrräder, Rechenmaschinen oder Musikinstrumente. Welche Firma ist es denn? Casio? Ich weiß es nicht. Ich frage das Publikum. Das ist auch nicht so eindeutig. 42% für B, Fahrräder, und das nehme ich mal. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. So beginnt ein Nummer 1 Song welcher Band? Männer sind Schweine von Die Ärzte. Nicht die Toten Hosen, nicht Deichkind, auch nicht die Prinzen. Gestern noch gehört den Song. Zwei der aktuellen Bundesministerien wurden noch nie 2022 von Frauen geleitet. Finanzen und Landwirtschaft, Verkehr, Verteidigung, Arbeit. Dass hier das Jahr erwähnt wird, lässt darauf schließen, dass sich das 2023 geändert hat, oder was? Noch nie von Frauen geleitet. Verteidigung, das hat doch diese Trulla gemacht. Landwirt, ich bin mir aber nicht sicher genug. Ich rufe mal wen an. B, Verkehr, ist richtig. 8.000 Euro. Bei welchen Maßen eines Vierecks kommt bei der Berechnung von Fläche und Umfang dieselbe Zahl heraus? Boah, sowas habe ich 20 Jahre lang nicht gemacht. Das müsste ich eigentlich wissen. 1 cm mal 8 cm, 2 mal 7, 3 mal 6 oder 4 mal 2, 4 mal 5. Viereck. Das muss kein Quadrat sein, ne? Fläche und Umfang. Umfang ist, wenn du einmal rundherum gehst, ne? Aber wenn ich jetzt lange überlege, dann fällt mir das ein. Einmal 8. Fläche ist 8 Quadratzentimeter. Umfang ist 1 plus 1 plus 8 plus 8, ne? Also 18. Das ist schon mal nicht. Bei B, Fläche ist 14 Quadratzentimeter und Umfang ist 18, oder? C, 3 mal 6, Fläche ist 18 und Umfang ist 18, dann muss das doch richtig sein. Bei D ist Fläche 20 und Umfang ist 18. C, ja, Mathe-Grundkurs, aber es war immer, ich war immer einer der Besten im Grundkurs, weil alle, die Mathe gut konnten, waren im Leistungskurs und ich konnte es eigentlich auch einigermaßen gut. Und ja. So. Welche Geschichte beginnt im Vorfeld eines 111. Geburtstags? Die Chroniken von Narnia, Gullivers Reisen, der Herr der Ringe oder die unendliche Geschichte? Ach, das kenne ich alles so ein bisschen, aber auch nicht so perfekt. Bei dem Herr der Ringe sind auch manche so alt, manche Rassen, die Elfen und weiß ich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher genug. Ich würde zu C tendieren, aber keine Ahnung. Doch, Herr der Ringe. Das Geburtstagskind ist Bilbo Beutlin. Ich habe Herr der Ringe seitdem, die alle im Kino vor 20 Jahren gesehen und seitdem nur in Teilen, weil die mir einfach zu lang sind.
32.000 Euro. Und ich habe noch einen Joker. Bei gezielter Aufwertung von Städten durch spektakuläre architektonische Bauten spricht man vom Venedig-Effekt, Göteborg-Effekt, Marseille-Effekt oder Bilbao-Effekt. Absolut keine Ahnung. Direkt 50-50. Venedig-Effekt oder Bilbao-Effekt. Bei Venedig auf spektakuläre Architektur. Venedig ist wahrscheinlich auf andere Art und Weise spektakulär. Die Stadt Bilbao sagt mir nicht viel. Ich möchte ja eigentlich gerne realistisch spielen und hier würde ich ja eigentlich nicht zocken. Aber ich mache jetzt mal eine Ausnahme und zocke und sage Bilbao-Effekt. Das ist richtig, 64.000 Euro, yes. Welcher Fitnesstrend besteht aus höchst effektiven Workouts mit relativ geringem Zeitaufwand? Pop, Song, Chart oder Heat? Also alles auf Musikwörter angespielt mit Doppelbuchstaben, Doppel-P, Doppel-N, Doppel-I, Doppel-A. Überlegen. Also gehört habe ich von den allen noch nicht. Ich könnte mir jetzt auch nicht herleiten, wofür die Abkürzungen stehen. Workout, relativ geringer Zeitaufwand. Wie könnte man das denn nennen? Hip-Hop. Workout. Ich kann es mir nicht herleiten und ich höre auf. 64.000 Euro. Heat. Wofür steht Heat? 64.000 Euro, wie beim letzten Mal, kann man mit zufrieden sein. War ganz gut, glaube ich. Tschüss und bis bald. Bye.